Willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Anna. Ich begrüße euch. Ja, und falls ihr euch an den letzten Part erinnern könnt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass wir tatsächlich diese Bilder hier, oder das, was davon übrig war, entzünden mussten, beziehungsweise in der Nische die Wurzeln. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an Seelenqual, die mit dieser Idee auch wirklich ankam. Du hast einen brillanten Verstand oder einfach einen derart wirren, dass man auf sowas überhaupt kommen kann erst. Ich glaube nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre. Und ja, nachdem wir das letzte Bild entzünden haben, beziehungsweise die letzte Wurzel, haben wir uns tatsächlich dieser Mördermaske entledigen können, die wir dann hier in diese Einbuchtung, ich gehe auch nochmal kurz rein, stecken konnten und mit dem Tipp von Ari tatsächlich verschleiern mussten. Es war zwar die falsche Maske, aber hey, der Tipp... Okay. Großmutter, der Tee ist fertig. Nein. Ja, wir mussten diese Maske dann verschleiern und seitdem, sagt uns der Protagonist, wird sie jemals im Frieden ruhen. Was sage ich da? Sehr merkwürdige Aussage, meiner Meinung nach. Und wir werden jetzt versuchen, hier weiterzuspielen. Uns werden ja so einige hilfreiche Hände gereicht. Naja, okay, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Und ja, von daher würde ich sagen, genug gelabert. Wir sehen uns hier weiter um. Ich werde jetzt gleich mal raufgehen. Vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit oder beziehungsweise nach diesem Ereignis hier etwas verändert auf dem Dachboden. Und ja, von daher weiter geht's mit Anna. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, denn ich glaube, hier unten ist tatsächlich nichts mehr, was wir noch ausprobieren könnten. Bin mir nicht sicher. Genau, und wir haben ja hier an dieser Stelle eine Holzschale erhalten und einmal mehr meinte eine Zuseherin, nein, ich werde sie jetzt nicht mehr erwähnen, dass ich diese Schale vielleicht mit den Samen befüllen muss und diese mit Wasser bedecken. Oh, crap. Da ist ja definitiv jemand über mir. Also ich werde jetzt auch wieder raufgehen. Show yourself. Hallo? Okay. Und rauf mit uns. Werde ich dann auch nochmal versuchen. Wobei ich das eigentlich hätte gleich versuchen können. Verdammt. Das Wasser... Oh. Hi there! Dich habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay, hat sich jetzt hier irgendetwas verändert? Ja, du bist nach wie vor hässlich. So leid es mir tut. Und, ja, was es mit diesen Eiswasserblöcken hier auf sich hat, weiß ich bis jetzt noch nicht. Und es sieht nicht so aus, als hätte sich hier großartig etwas verändert. Ja, und Seelenqual, ich glaube, du hattest recht. Der Spiegel, ja, vielleicht nicht ganz, oder? Was müsste doch eigentlich unter diesem Symbol gewesen sein? Unten die Zeichnung des Mannes, der hier im Spiegel erschienen ist. Also wir selbst ja eigentlich, laut Aussage. Aber wirklich verändert hat sich jetzt hier eigentlich nichts. Vielleicht kann ich jetzt mit dieser Tür hier interagieren, die hier sehr merkwürdig eingebaut wurde. Oh Gott! Das kam jetzt unerwartet, einmal mehr. Und was ist das für ein Leuchten, das ist eine Tür? Das sieht fast ein bisschen aus wie irgendwie... Keine Ahnung. Wie so ein Eingang zum Himmel. Also geh ins Licht und so. Ich habe keine Ahnung. Aber nein, es dürfte sich hier tatsächlich nichts verändert haben. Sehr schade. Denn hier kann ich auch nichts machen, glaube ich. Und irgendwas muss ich doch auch mit diesen Holzschuhen machen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Vor allem mit dieser Maske hier, das Antlitz der Wahrheit, das konnte ich überhaupt noch nicht verwenden. Genauso wenig wie den Pflanzendünger. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Ja, dann gehe ich doch nochmal runter oder wieder runter und versuche das mit der Schale und den Samen. Da ich ehrlich gesagt auch selbst überhaupt keine Idee jetzt mehr habe, was ich machen könnte oder was ich machen sollte. Okay. Ich werde paranoid, ich dachte, ich habe eine Stimme gehört. Okay, Holzschale. Use.
ist mir nicht wirklich klar. Vielleicht muss ich den Samen erst in die Holzschale. Das kommt mir bloß in den Sinn. Ja, pardon, dass ich gerade etwas ruhig war, aber ich bilde mir immer noch ein, ich höre Stimmen. Oh, ja, nein, das meinte ich eher nicht. Aber gut. Was könnte ich noch? Vielleicht muss ich den Pflanzendünger mit der Holzschale verwenden. Nichts zu machen. Damn it. Lasst mich kurz mal überlegen. Lasst mich überlegen, was haben wir noch nicht gemacht? Die Eingangstür. Kann ich vielleicht die Eingangstür tatsächlich mit der Eisenstange aufbrechen? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht versucht, oder? Das wird nicht klappen. Okay, dann eben nicht. Ja, den Samen habe ich schon versucht, hier mit der Vase zu kombinieren, oder? Das wird nicht klappen. Okay, denk nach, denk nach, denk nach. Was haben wir noch nicht gemacht, oder was könnten wir noch machen? Also die Idee mit der Holzschale, dem Wasser und dem Samen fand ich eigentlich durchaus plausibel. Nee, hier ist, sofern ich sehen kann, nichts mehr von Nutzen und Bedeutung. Ich finde es auch schön, dass ich durch diese Hände... Oh, wait a minute. Ach, das ist nur die... Könnt ihr das erkennen auf den zwei Fingern? Ich, ehrlich gesagt, leider nicht. Schon wieder. God damn it. Ja, wie gesagt, ich kann das leider nicht erkennen. Ich stelle mich jetzt nochmal hin. Gehe in die Hocke, aber das macht es, glaube ich, auch nicht besser. Es sieht einfach nur aus wie Farbe, oder? Moment, wenn die auf der anderen Seite auch... Nee. Merkwürdigerweise nicht, sonst hätte ich gesagt, okay, hier von diesem Bild hier, weil es dieselbe Farbe auch ist, fällt das Licht quasi in der Farbe auf diese beiden Finger, aber, okay. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Bedeutung hat, ich hoffe es zumindest. Und was könnte ich jetzt noch machen? Ist ja auch langweilig für euch. Ich könnte ein Lied singen, nein, das tue ich euch nicht an. Okay, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich noch eine Idee. Und zwar basiert die auf der Theorie von Seelenqual. Von wegen hier Samen und Wasser. Allerdings werde ich das jetzt einfach mal ohne Holzschale versuchen. Ich werfe jetzt einfach die Samen in diese Pfütze hier. Goddammit! Shut up! Okay. Habe ich auch schon mal versucht, den Pflanzendünger hereinzuwerfen? Das wird nicht klappen. Okay, wie sieht es mit den Samen aus? Das würde mich zwar auch überraschen, würde mich wundern. Das macht keinen Sinn. Leute! Wobei... Nee, das klappt auch nicht. Und die Wasserflasche kann ich hier nicht mehr... die Feldflasche kann ich hier nicht mehr verwenden, ne? Aber es würde einfach Sinn machen. Punkt aus. Es würde Sinn machen, dass Samen Wasser benötigen. Und da ich weder Wasser in die Feldflasche noch in diese Holzschale schütten kann. Das kann doch nicht sein. Oh, what the f. What the fuck? Okay. Ja. Die Theorie war gar nicht so schlecht, Seelenqual. Was zum... okay. Baum in der Pfütze. Schnell wachsende Samen. Sehr schnell. Oh, really? Das wäre mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Ja, das waren wohl Zaubersamen und haben diesen Baum hier
wachsen lassen. Sehr schnell, wie man gesehen hat. Ich kann das nicht benutzen. Wait a minute, aber der ist doch... Das Ding ist doch durch... Okay, ich glaube, das war neu. The hell? Was ich sagen wollte, das Ding ist doch eigentlich durch die Decke. Das heißt, das muss irgendwo jetzt auf dem Dachboden sein. Ich versuche jetzt hier nur rauszufinden, wo das sein könnte. Das sieht man aber nicht wirklich. Nein. Gut, dann werde ich jetzt natürlich raufgehen, denn ich glaube, dass dieser Baum oder zumindest... What the fuck? Dass dieser Baum... beziehungsweise die Krone des Baums sich auf dem Dachboden befindet. Ja, das werde ich jetzt machen, nachdem ich mich hier kurz nochmal köstlich amüsiere über diese Holzbretter, die einfach irgendwo in der Luft schweben. Sehr schöner kleiner Bug, gefällt mir. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal nach oben, gucken nochmal, ob hier tatsächlich die Baumkrone durch die Decke gestoßen ist und wir diese vielleicht benutzen können. Ist jetzt nur die Frage, wo war das? Ja, ich glaube, ich könnte hier auch einfach mal eine halbe Stunde... Ah, egal. So. Oh, ja. Das Lachen habe ich schon länger nicht mehr gehört. Und wo könnte dieser Baum durchgestoßen sein? Vielleicht an der Tür. Also die jetzt hier... Nope. Was zum Henker? Oh, geh weg. Das ist neu. Holy shit. Verkrüppeltes Bäumchen. Und Blatt. Soll ich die Blätter wirklich nehmen? Kann ich die nehmen? Ich sehe mir jetzt erstmal hier dieses Bäumchen an. Die Baumkrone hat die Form eines Kinderkopfs. Fehlt nur noch, dass es zu weinen anfängt. Ja, hören kann man es ja schon. Soll das einmal mehr Anna symbolisieren? What the f... Ich bin hochgradig verwirrt. Okay, ich versuche jetzt hier mal ein paar Blätter. Sie scheinen lebendig zu sein. Kann ich euch mitnehmen? Ich werde sie alle nehmen. Du gieriger Sack. Unglaublich. Aber ja, das sieht wirklich aus wie ein Kindskopf. Oh, Jesus. Und ich frage mich, ob das vielleicht ein Hinweis war. Die Aussage fehlt nur noch, dass es zu weinen beginnt. Kann ich dich verwenden? Ich kann das nicht benutzen. Kann ich dich einsammeln? Ich kann das nicht nehmen. Gott, ist dieses... Oh Gott, dieses Kindergeschrei und Geweine. Es macht mich irre. Ich denke, ich gehe jetzt da erstmal ein Stück weg. Beziehungsweise, ganz anders. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. So ein bisschen was haben wir ja doch geschafft. Nach ja, längerer Zeit. Sag ich mal. Und diesen merkwürdigen Baum, beziehungsweise die Baumkrone in Form eines Kinderkopfes, werde ich mir im nächsten Part dann genauer ansehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem hier. Einmal mehr sehr verwirrend, sehr strange und auch creepy teilweise. Und ja, also ich bin sehr gespannt, wie es hier noch weitergehen wird. Ja, auch wenn uns... wer auch immer das jetzt wirklich ist, ob das wirklich einer ist, ich bin mir gar nicht mehr sicher, einmal mehr auslacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich wieder begleiten würdet, wenn es heißt Let's Play Anna. Und bis dahin wünsche ich euch wie gehabt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.